Hi ihr Chiller und Chillerinnen, willkommen zurück bei Resident Evil 6. Wir haben es uns hier gemütlich gemacht und locken jetzt die Zombies an, oder? Ja, gute Idee. Aber eigentlich würde ich hier gerne noch so ein bisschen mich Ich durch die würde mich noch Gegend gern so ein rollen. bisschen wälzen. Ja, im Dreck suhlen. Vielleicht fallen wir dann weniger auf. Na, oder wir können uns unter den Zug durchrollen. Ey, so musst du echt mal spielen, er brauchst ja ewig. Aber geil, dass er sich so bewegen kann, weil der nutzt ja die Hände nicht. Das heißt, er Ja. hat irrsinnig gute Po-Muskeln. Okay, wenn das Ich gehe relevant lieber. ist, das ist gut. Okay, gleich kommt wieder der Zug und ich kann dir gleich wieder sagen, dass ich nicht schuld sein werde, weil ich nichts drücken musste, verdammt. Okay. Ja, komm, wir können jetzt ja eigentlich gehen, weil die Ja? kommen jetzt ja eh da vorne gleich. Wir gehen ihnen schon mal entgegen, aber geil gemacht auf jeden Fall. Ja, Doch, komm mal richtig gut. vor. Na, Da na, kommen sie. lucky day. Was für ein Scheißtag, sagt er. Ich kann jetzt übrigens auch Gegenstände nehmen, Leute. Ey, geil, sogar mit so einer Wurflinie wird das ja Vorsicht, angezeigt. an der Seite. Ja, das ist. Oh, Alter, hör auf auszuweichen. Vorsicht. Ey, gleich kommt wieder der Zug, ich sag's dir. Was, der lebt immer noch? Sie sind ziemlich hartnäckig, habe Ja. ich so ein bisschen das Gefühl. Oh, da war wieder so ein Bauarbeiter. Jetzt stehst du mir so ein Oh! bisschen im Weg. Ich muss nachladen. Wo bist denn du? Hinter mir, oder was? Hinter dir, genau. Ah, okay. Oh, was? Aha. Diesmal musste ich auch nichts machen, also war es doch Nee, ich auch gut. nicht. Aber Puh. wahrscheinlich standst du eben einfach auf der falschen Seite. Ich glaube einfach, dass du nicht passend reagiert hast. Oh, ich habe genau null Muni. Erzähl doch nicht, ich musste gar nichts drücken vorhin. Doch, Du du musstest was drücken. Ich bist musste nichts drücken. gestorben. Ja, ne, weil du halt voll Kacke gepartnert hast und so, ne? Ja, Siggi. Ja, ne, sicher. Sollte ich mich davor Sicher. schmeißen und dich Ja, beschützen oder wie? das habe ich erwartet, dass du das machst. Helena, nein! Oh, da hinten liegt noch ein bisschen Ja, Erfahrung. Fähigkeiten, aha. Fähigkeiten, Erfahrung, ich weiß gar nicht, was ich Ja. dazu sagen soll. Oh, da hinten auch. Jetzt haben wir Ey, schon gleich ganz schön kommt doch wieder so viele ein Randzug. Erfahrungspunkte. Wie gesagt, also nach diesem Part werden wir mal schauen, was wir damit so machen können. Und dann sind wir vielleicht schlauer als jetzt. Gleich kommt doch wieder so ein Ranzzug, ich sag's dir. Ist schon mal aufgefallen, dass wir jetzt schon ein bisschen länger kein Dingens mehr bekommen haben. Was denn? Heilungszeug. Ich hatte gerade eben eine Pflanze eingesammelt. Okay, ich nicht. Toll. Oh shit, ich glaube, wir haben uns getrennt gerade. Ah ne. Vorsicht, der Hallo? Zug kommt. Nein, bitte nicht. Ich meine, ich höre ihn. Ja, nee, ich glaube nicht, dass das der Zug ist. Oh, irgendein Event kommt oder so. Es hat auf jeden Fall gerade geleckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Todeszug. Ist wieder so mysteriös, warum hält der Zug auf einmal an, ne? Der hielt schon die ganze Zeit hier an, aber warum geht der. Was denn? Gott, ich höre schon die Zombies. Ja, Ey, ich ich finde auch. das immer so eklig, ey. Wollen wir rechts lang, oder? Ich glaube, wir müssen hier lang. Hier unten drin ist er. Wo unten drin? Ah, da. Oh Gott. Ja, aber der Ich habe Zug. hier. Nee, nee, Kati, der Zug ist hier erst angehalten. Der ist doch auf der Schiene gefahren. Ach so, so meinst du das von wegen, dass er da hinten jetzt gekommen ist und hier jetzt Ja, angehalten hier hat, ist er jetzt ja? Ah angehalten. ja, Das heißt, wir klar. müssen jetzt in den blöden Zug rein. Ja, also ich geh nicht, ne? Ne? Leertaste, mal ein bisschen untersuchen. Ey, sag bitte. Not getting that open. Nee, nee. Kannst du I wanna vergessen, have ich a spring look da around nicht in rein. there. Boost me up on top. Nein! Uh-oh. Just don't leave me behind. Voll Nein! lustig, dass wir uns immer noch siezen, ne? Dabei kennen wir uns jetzt schon so lange. Bitte, Ja, schmeißen komm. Sie mich hoch, Patrick. Ja, Ja, hier. was hier oder wie? Na Okay. klar. Weil es auf der anderen Schmeißen Seite ja Sie nicht mich leichter bitte. geht. Jetzt muss ich Kati wieder durch die Lüfte schmeißen. Das haben wir im ersten Part schon so gern gemacht. Im ersten Teil. Im fünften Teil eigentlich, Im ja. ersten, im fünften. Na, wo denn nun? Ich schaue in der Zeit mal, was hier drüben abgeht. Du kannst rein. Du kannst rein. Ja? Bitte, tu sofort, ja. Okay. Tu sofort. Ja. Ich muss Ich will erstmal hier wieder nicht hinrennen. alleine sein mit Zombies und durchgeknallten Hippies. Ganz ehrlich, Dann lieber ich nur will mit einem nicht alleine. durchgeknallten Lien. Oh, Ja. hier sind ja die Party People schon am Start. Ja, deswegen. Oh, Vorsicht. Alter, ich wollte ihn gerade.
Hä? Warum muss ich... Ich hab ihn geschafft. Ach, du musstest das machen. Ich muss auch was machen. Nee, ich muss das machen. Manchmal sind die Dinger sehr nett gelegt, sag ich mal. Manchmal aber auch voll assig. Manchmal musst du es voll schnell drücken, manchmal irgendwie voll langsam. Ich wette, sie ist ein Zombie. Nö. Sieht aber schon so ein bisschen aus wie ein... Vielleicht ist es auch eine Schaufensterpuppe. Oh Gott. Wir sind nicht allein im Zug, glaube ich. Nee. Das hörte sich nicht gut an. Leon, open the door, please. Kämpfe. Vorsicht. Pass auf, hier rechts war einer, meine ich. Ja, das ist auf jeden Fall ein Zombie. Guck dir die alte mal an. Oh, das ist eine übelste Meth-Userin, ey. Das gibt's doch nicht, was? Die wird bestimmt auch zum Zombie. Vielleicht müssen wir hier noch wieder vielleicht? Zurück oder so. Hallo, du stehst mir im Weg. Also, sorry. Oh, das hört sich aber nach mehr an als nur einem normalen Zombie. Ich traue dem Frieden hier nicht. Ich stehe schon längst an der Tür, ja, will aufmachen. Er guckt sich erstmal um. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Alte, die geht nochmal steil. Ich behalte die im Auge. Die geht nochmal steil. Okay, der ja, ist auch oh, da bist tot. Du wieder. Da ist ein Zombie. Okay, der ist tot. Ja, seid ihr nicht so sicher? Der da rechts sieht auch mir ziemlich verdächtig aus. Die sehen ja alle ziemlich verdächtig aus, die Toten. Der unten, der da liegt, sieht ziemlich verdächtig aus. Man kann die aber... Oh, siehst du, ja. Ich hatte recht. Der hat Nasenbluten, der Arme. Ich sehe gar nichts, teilweise so dunkel ist es. Nee. Ich sehe immer nur so den kleinen Schein. Guck mal hinter uns. Oh, ja. Wo kommt die denn her? War mir von vornherein schon wieder fast klar, dass sowas passiert. Ich habe die ganze Zeit schon immer ab und an mal nach hinten geguckt, extra. Ey, was habe ich denn jetzt aufgesammelt gerade? Hä? Weiß nicht. Warte mal, ich habe irgendwas ganz Komisches aufgesammelt. Ferngezündeter Sprengsatz. Jetzt fangen wir hier aber langsam an mit dem Ausrasten. Oh ja. Also ich muss aber sagen, es gefällt mir bisher besser als Resident Evil 5 so ein bisschen. Weil ich sag mal von Feeling her, also von ja, der Stimmung Feeling, ist es genau, mega. Genau. Das ist auch wieder... Bestimmt. Das sah cool aus. Der ist aber einer, oder? Naja, oder der da draußen zumindest. Ey, ich hab schießen. Oh, guck mal, sogar mit einem Schuss mal wieder einen erwischt endlich. Pass auf, da... Ah, jetzt habe ich auch so einen Ferngesteuer. Da rechts. Ey, jetzt geht mein Dings schon wieder nicht mehr, ne? Was geht nicht mehr? Mein Taschenlämpchen am Kopf. Ja, noch haben wir ja genügend Licht hier zum Glück. So, Muni. Mehr Fähigkeitenpunkte als Muni. Ich habe 113 Munition noch, ne? Ich habe 15. Ich kann dir auch leider nichts geben. Ging ja beim anderen, weißt du noch? Das war cool. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil ich hier die ganze Zeit die Zombies fertig mache. Dum, dum. Tall Oak Central Cathedral. Wir sind gleich oh, da. Street. Wir sind schon bei der richtigen Station. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Wenn ihr nicht wollt. Ich stolper nochmal. Ich habe ja irgendwie Angst, dass die hier noch irgendwie im Zug oder so gleich rauskommen werden. So, hier liegt so, ich aktiviere mal das Ding. Hier, Karte, hier liegen noch Sachen. Ja, ja. Ich aktiviere nur noch schon vorsichtshalber das Ding. Wow, wow, ich aktiviere es doch nicht. Okay, ich gehe wieder. Hey! Was? I need you to open this door! Hurry! I have to save Peter! Please! Okay, komm. Ja, warte. Okay. Hilf mir. Ja, ich bin ja schon da. Come on, we gotta get her out of there. Wait, no, don't open that. Ja, bitte, ne? Bitch, oh nein, please. Das, geh weg. Geh zurück. Ich bin uns. Ey, man kann so nicht schießen, wenn man sich versteckt, glaube ich. Ja, man kann mich auch mal vorwarnen, also bitte. Ih, was ja, hat der denn geworfen? Ja, ich hab auch Gott geworfen. Oh, was? Ich Säure! Oh nein, Boah, die ist auch noch voll übel. Was seid ihr denn jetzt für Ekelzombies, ey? Die haben wohl schlecht geschissen, ey.
Oder gar nicht. Und das ja, dann, und werfen das jetzt auf uns. Riech mal, meine Kacke. Der ist so blöd, der macht das erstmal gegen die Wände. Ja, die ganze Zeit vor allem schon. Oh, ich muss nachladen. Da bringt dir dein Breakdance-Move auch nichts. Mein Schüssen könnt ihr nicht ausweichen. Kati geht ab, Leute. Oh Gott, ich treffe mal nur die Luft, ne? Boah. Bam. Hier liegt ich hab Bock, jemanden zu messern. Pflanzen. Ja, Angriff! Das passiert, liebe Leute, wenn ihr zu viele aggressive Horrorspiele spielt. Ja, dann endet ihr so wie ich. Und so wolltet ihr doch nie enden, oder? Oder noch schlimmer. Ich bin so einer, vor dem euch eure Eltern immer gewarnt haben. Oh, hinter uns. Was? Ey, wo kommen die denn jetzt her? Hinter uns war. Ja, warte mal, die denkt, oh, sie ist Hulk Hogan. Herrlich, wie sie da gegen den Telefonkasten erstmal. Ja. Alter. Da kenne ich nichts, wenn man mein Mädel anfasst. Yay. Yeah. was hältst du von gehen? Ja, bin ich auch dafür. Gut. Ach, guck mal hier, die Alte. Die wird doch auch gleich zum Zombie noch, ey. Ja, das ist bestimmt der Endgegner. Ja, mit Sicherheit gerade die blöde Troller, ey. Peter. Wo ist Peter Polacker? Was hat der denn? Ein Feuerlöscher. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie sie mit ihrem pinken T-Shirt uns anfängt anzugreifen. Ein pinkes Säureflaschen. Ey, der hat gar nicht bezahlt. Oh, und stimmt doch mal, Alter. Oh. Good, you made it. Hast du auf den Ding jetzt geschossen? What are conditions like up there? It's gotten pretty bad. Hell on Earth isn't much of a stretch. Oh, herrlich. Ich hol mal ein bisschen Geld. Ach ne, Tickets sind das, schade. Muss ich jetzt zahlen. Ah, hier ist aber... Ich kann den Feueralarm erfahren. Auslösen. Vielleicht machen wir da noch ein bisschen Krach. Okay. Wir sind hier! Okay. Übrigens, hierher. Hallo, hallo, hier sind wir. Oh Gott, ich bin ja so gespannt, was jetzt passiert. Werden wir es schaffen? Nein. Okay. Konter. Drücken Sie im richtigen Moment die Maustaste, um einen Angriff des Gegners in der Nähe zu kontern. Erreichen Sie die Kathedrale, Golian. Erreicht die Kathedrale. Wir können sogar so die Treppen raufgehen, ne? Wie unlogisch ist das bitte? Oh, Vorsicht, ich höre schon wieder Leute. Oh, so süß, der hat Hunger. Toll. Warte, ich geh. Oh, Kati! Wo ist der? Hä, ich hab mich schon wieder teleportiert bei so einem Quicktime-Events. Da teleportierst du dich immer wieder. Ja. Ja, ich find's gut. Helena, ne? Car! Helena. Auto! Oh, oh. Oh. Vorsicht, sie kommen. Lass uns ein Stück zurückgehen, Da rennt ein Leben da. Ja, ist doch scheißegal jetzt. Da rennt Lebende. Da, noch einer. Ja. Alter, stirb. Ey, Hauptsache, ich hab hier voll Angst um mein Leben und du da rennen leben will. Übrigens, for your interest. Ja, bitte? Du stolperst. Ja, das merke ich auch. Boah, ey, ist total aufregend, gerade für mich alles. Alter Mann, du trägst so viel Action mehr. Ah, ich hab trotzdem nur noch 17 Schuss. Ich glaube, ich überlasse jetzt das Dings mir erstmal dir ein bisschen durchschießen. Was ist denn mit der Shotgun? Ja, die hat noch. Ah, oh, ich drück immer auf 1, ne? Weil ich da automatisch. Oh oh. Sind wir. Oh Gott. Ey, guck mal, da ist jemand eingesperrt. Ja, schau mal, da sind Zombies übrigens. Ih, der Zombie hat einen Hund getötet. Ach, da bist du, okay. Kati geht ab. Oh, von hinten und da macht sie den Body Slam. Relaxo hätte es nicht besser machen können. Oh, bezeichnest du mich gerade als fett? Nein. Nein. Ich sagte nur, Relaxo hätte es nicht besser machen können. Da ist noch einer hinter. Der war hier. Guck mal, der. Nee, das ist gar kein. Hier ist noch ein Fass übrigens. Erfahrung. Okay. Also. Für mich ist nicht. Doch, für mich ist auch Erfahrung im Fass. Hier, lass hier hinten nochmal schauen, ob hier noch irgendwo was war.
Ja, Hauptsache, weißt du, wir sind so die übelsten Special Agents und so, ne? Aber können nicht über Auto klettern. Können nicht übers Auto klettern, aber die anderen, die normalen Leute, die sind da vorhin geflohen. Das also ist halt Klinos. Oh Gott, ich dachte, du wärst gerade ein Zombie. Ich wollte dich gerade abknallen, Mensch. Hör doch auf den Namen. Ja, guck mal, der hat sich hier durchgebackt. Achso, ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt noch leben würde, ne? Oh, herrlich. Die Zombies sind leicht verwirrt. Hör doch mal auf, jetzt die armen Zombies zu töten, Mensch. Ah. Wollen mal, wir den Mann erlösen? Den Mann hier retten. Oh, meinst du, wir können hier noch rein? Nee. Komm schon, heb's mit mir an. Patrick. Ja, komm, wir schieben das Auto mal ein bisschen zur Seite. Gar kein Ding. Oh Gott. Oh, was ist das für ein Arschloch? Oh fuck. Oh, oh, im Schulbus. Ja, wir können nicht mehr nach hinten übrigens. Oh, kacke. Egal. Und wir schau mal da alle vorne. Wir haben ja alle getötet. Und der Typ ist jetzt komplett K.O., ne? Mhm. Ja. So sieht's aus. Schau mal da vorne, die Zombie-Party. Kathi, das wird mir zu heiß. Ja, mir langsam auch. Machen wir bei dir weiter, würde ich sagen. Okay. So ein Geschmodder will ich nicht auf meinem Kanal haben. Das ist so anzüglich. Aber echt mal. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Geht die ab, genau. Bei Kathi, ja, eben. Oh, und sie zeigt ja. Rot für Liebe. Und Gelb für was? Für sehnsuchtvolles Sterben? Wahrscheinlich. Blau für die Ewigkeit, alles klar. Eine Ampel ist übrigens grün, nicht blau. Da leuchtet die blau, guck sie dir da an. An der Seite. Leuchtet die nur rot. Da, was? Nein, guck doch mal an die Seite, die da an der Seite, die hier. Da unten, die leuchtet blau. Was? Leute, schreibt mir in die Kommentare, was sie meint. Bis morgen. Bis dann.